war nicht meine Schuld. Es war nicht meine Schuld. Ich hab gar nichts getan, ey. Ich war das nicht. Hä? Ich schwitze. Du schwitzt? Ready? Ja. Okay, alles klar. So. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute mit einem echt witzigen Spiel für euch. Und zwar dürfen wir heute popeln. Die Nina popelt sowieso immer. Und jetzt darf es sie mal offiziell mit Gooey Louie ein Popelspiel der feinsten Art. Es macht super viel Spaß. Ich habe schon beim Unboxing so ein bisschen getestet. Es wird super lustig. Und ich wette mit dir, du wirst dich mega erschrecken. Ach nee. Doch, auf jeden Fall. Schon wieder so ein Panikding? Nein, eigentlich gar nicht, aber es ist mega lustig einfach. Okay. Gooey Louie von Ideal oder Ideal ist ab 5 Jahren geeignet und für 2 oder mehrere Spieler. Weg mit der Verpackung. Nina, wir starten. Wie geht das? Wie geht das? Du siehst jetzt hier die Nase. Und da kommt schon ein bisschen Schleim raus. Das ist die Popel. Daran müssen wir ziehen. Wir dürfen auch nicht nach unten gucken und gucken, was wir ziehen. Du kannst auch in die Nase greifen. Da ist jetzt echt viel Schleim drin. Und normalerweise sind die alle in grün. Es gibt einen schwarzen Schleim. Wenn du den rausziehst, dann bist du nochmal dran. Okay. Und du wirst schon merken, wenn du verloren hast. Okay. Okay? Du darfst auch gerne starten. Mehr ist es dann eigentlich auch nicht. Wir spielen bis 3. Nicht 3 Runden, wir spielen bis 3, Nina. Okay. Wir haben wieder viel gelabert und noch gar nicht gestartet. Deswegen fangen wir ganz schnell an. Also ich ziehe jetzt einfach an dieser Schleimstrippe. Ja, hier. Welche du willst, genau. Nicht reingucken, du kannst auch, musst nicht die nehmen, du kannst auch andere nehmen, was du willst. Ich wette mit dir, du wirst dich mega erschrecken. Ach nee. Doch. Was war das? Oh Mann. Der hat gerade sein Gehirn verloren. Ja, genau. Und auch die Augen sind rausgesprungen. Genau, dann verliert ihr das Spiel, Leute. Das hast du mit Absicht gemacht. Du hast genau so einen da runter länger gemacht, damit ich da dran ziehe. Eigentlich nicht. So, ich kann das auch wieder komplett reintun. Hier könnt ihr jetzt mal sehen, die Nase hat sich auch geöffnet. Nase wieder zu, Gehirn. Oh, ich muss kurz wieder rein. Augen auch rein. So. Ich bin mega erschrocken. Wir fangen bei null an. Das wäre ja nicht fair, jetzt so anzufangen. Okay, aber das war nur der Test. Nina ist halt geübt, was Popeln angeht. Ja, bei mir fällt dann auch immer das Hirn gleich raus. Oh Mann! Aus dem Kopf. Oh Mann! Ja, bei mir auch. Das heißt ja auch, wenn man zu tief popelt, dass man das Gehirn dann berührt. Vielleicht hat das damit was zu tun. Ist so, jetzt, schlecht. Jetzt bin ich dran. Nein! Ich merke schon. Du bist nochmal. Ich muss nochmal. Sieht aus wie Lakritz, gar nicht wie Schleim. Nein! Mann! Das ist voll schwierig. Passiert das so oft? Ja, anscheinend. Krass. Wir sind halt Popelmeister. Im Gegenteil, wir können Popeln nicht so gut. Weil sonst könnten wir ja ganz viele Popeln. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Aus Louis. Die ganze Nase leer popeln. Ja. Nein, jetzt das Ding nicht raus. So. So, 1-0 für dich. Diese Geräusche. So. Okay, ich muss jetzt da reingreifen in seine Nase. Genau. Tu mal nicht so, als ob das so unbekannt wäre für dich. Und? Ich hab noch nichts. Oh, ich bin schon in seinem Hirn. Ich krieg hier nicht zu fassen. Komm schon, du Popelschlange. Ach. Da? Hast du was? Einen fetten Brocken. Yay! Na. Mann! Ich finde das so witzig. Ja! Okay, Louis. Hier. Der scheint ja auch 2 Zungen zu haben. Der hat einmal auf dieser Seite eine Zunge und dann nochmal auf der anderen Seite. Da kann er ordentlich popeln. Ja. Okay, ich hab wieder einen. Und? Ach, Mann! Ding. Jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Nein! Das ist aus deinem Kopf fest. Ja, ich hab den Kopf fest. Ja, das sollte man vielleicht nicht. Vielleicht so viel ziehen, wie ich will. Die Popel kommt einfach nicht raus. Oh, fast zerrissen. Ja. Doch gar nicht nervig.
Das ist nervig. Gar nicht nervig. So, die Puppe kommt jetzt wieder hier rein. Es steht 2-1 für dich. 2-0. 2-0, sicher? Ich hatte noch keinen. Ganz okay, wir stimmt, zählen den ersten. Nein, den zählen wir ja nicht. Den richtig, den zählen wir nicht. Nein, zählen wir nicht. 2-0 für dich. Okay. Ich will mal nicht so sein. Gehirn rein, Augen. Mensch! Dabei hat er so ein kleines Gehirn, der Louis. Der Gui Louis. Und so eine riesige Nase und so viele Puppe. So. Okay, es geht weiter. Es geht weiter. Bin ich jetzt oder bist du? Nee, du bist. Okay. Das ist irgendwie voll eklig. Ja! Oh Mann! Komm mal raus! Guck mal, ich kann ihn an deinem Profil durch das Bild. Ist aber nicht sehr nett. Dann nicht sehr nett. So. 2-1 jetzt. Eigentlich 2-2. Aber Kahn möchte heute mal nett sein. Hast du eigentlich bei Fock den Frosch geschummelt? Nein, natürlich hast nicht. Hast du da die unter der Brille durchgeguckt? Haben sich die Kommentare durchgelesen und spekulieren jetzt darauf, dass ich geschummelt habe. Ihr könnt es einfach nicht akzeptieren, dass ich einfach mal gut war, Nina. Das ist so unmöglich. Dass warum ist das unmöglich? Warum ist das unmöglich? Vielleicht seid ihr einfach nur zu... Weißt du? Unmöglich, dass Kahn mal eine Challenge gewinnt. Bist du dumm? Er verliert ihr immer sonst. Ja, aber 3-0, Leute. Schaut euch die auf jeden Fall auch an. Fock den Frosch. Kahn als Frosch. Super. Super Ding. So, darf ich jetzt anfangen? Ja. So, steht 2-1, ne? Ja. Schön tief drin graben. Ja! Das sieht ja mega, das ist ja ein extra langer Puppe. Okay. Mit Puppe jemanden verhauen. Das gibt's auch, glaube ich, noch nicht. Ich zähl's einfach. Nein! Mann, das war 2-2. Ein Fehler. 2-2. Wir gehen in die letzte Runde bei Gui Louis. Ekelhaft. Das Spiel ist auf jeden Fall zu empfehlen. Besonders, um euch das Popeln abzugewöhnen. Ich glaube. Also Nina wird danach, glaube ich, nicht mehr popeln. Nie wieder. Ich muss jetzt immer... Ich auch nicht. Immer ja, ich popel auch. Ich popel auch. Ja, bevor ich Albträume. Bevor jetzt die ganzen Kommentare kommen, Nina popelt, kann ich doch. Ich popel auch. Alles gut. Habt ihr schon mal gepopelt? Schreibt mir in die Kommentare. Seid ehrlich. Okay. Ich darf jetzt anfangen, ne? Du darfst anfangen. 2-2 steht es jetzt. Gehen in die finale Runde. Vorsichtig. Ich habe hier meine Nase... Ich operiere gerade eine Nase. Ja, alles klar. Gibt es eigentlich professioneller Dr. Popel? Es gibt ja Popelchirurg. Popelchirurg. Das ist jetzt Mr. Popel. Ja! Ich wollte gerade das in meine Nase stecken. Konzentration. Es ist wirklich hier. Nein! Ich dachte, das Gehirn kommt jetzt raus. Ich dachte auch, weil es war echt schwergängig. Aber ich habe schon zwei hier meine Puppen lassen. Louis! Oh. So. Yes! Oh nein, ich mache jetzt nicht den Fehler. Hier unten hängt ja so ein Popel raus. Ne? Den werde ich jetzt nicht nehmen. Nimm ich glaube, dass das ein schlechtes Omen ist. Vielleicht ziehst du ja jetzt einen schwarzen Schleim und dann kannst du nochmal ziehen. Ich finde es übelst schwierig. Oh, der ist schon rausgefallen. Dann nehme ich den noch gleich an. Super. Juhu. Klasse. Popel Power. Popel Power. Ah, der schwarze. Ah, Mann. Und ich habe das Gefühl, jetzt sind nur noch... sehr wenige da drin, ne? Damit hat Kahn Wobei, hier ist einer auch rausgefallen. Mann! Kahn hat verloren. Aber ist auch kein Problem, weil Nina gewinnt in ihrer Meisterdisziplin Popeln. Ja, ich kann das besonders gut. Wenn ihr auch so gut popeln könnt wie ich, dann... Oder ich. Wobei, ich habe eigentlich besser gepopelt jetzt. Ich habe ja genau die erwischt, die ich erwischen musste. Schön. Popelmeister! Popelbauer. Bald gibt es auch eine Popel-Weltmeisterschaft. Ja. In Popelhausen. Wenn ihr möchtet. In der Popel-Arena.
Im Kreis Schleim. Gemeinde Glibber. Wenn ihr möchtet, dass wir nochmal hier um die Ortschaft eklig um die Wette popeln, schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir hoffen natürlich, unser Popel-Wettkampf hat euch gefallen. Wir haben einige Popel hier aus Louis rausziehen können. Yeah. Glibber-Schleim-Popel-Lassos. Genau, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, popelt weiter. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.